Was geht ab, meine Zucker-Schneeko-Dios? Mein Name lautet Edzo Strikes und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute gibt es einen besonderen Upload und zwar heute ist ein besonderer Tag. Denn heute ist der 25. Oktober 2021. Und genau heute vor einem Jahr habe ich mit YouTube angefangen. Beziehungsweise ich habe nicht direkt mit YouTube angefangen, aber halt angefangen Videos hochzuladen. Davor habe ich ja Musik hochgeladen. Und ich dachte mir so als kleines Special, als einjähriges Jubiläum Enzo Strikes, der seitdem aktiv Videos hochgeladen hat, machen wir heute ein FAQ. Noch kurz kleiner Fun Fact: Ich habe in diesem Jahr 108 YouTube-Videos hochgeladen, habe insgesamt 36 Songs auf YouTube, 7 davon sind in diesem Jahr erschienen und ich habe glaube irgendwie 70 Abonnenten gemacht. Ich bin jetzt bei 202 Abonnenten. Ja. Egal wird, und dafür als Special gibt es heute das FAQ. Ich habe euch auf Insta nach Fragen gebeten und die werden wir nun zusammen beantworten. Zur Fest, let's go! Frage Nummer 1. Wie bist du drauf gekommen, mit YouTube zu beginnen? Ist tatsächlich eine lustige Story. Und zwar habe ich früher, 2014, 2013, schon YouTube gemacht. Damals Minecraft-Videos und so gemacht. Ganz, ganz weirde Geschichte. Auf jeden Fall habe ich es immer gemocht, Leute zu unterhalten, Leute zum Lachen zu bringen und einfach den Menschen in dieser grauen Welt etwas Farbe zu schenken. Auch wenn es nicht viel sein mag, einfach den Menschen aus der Eintönigkeit auf ein gewisses Maß rauszuhelfen, versteht ihr? Ich mag es einfach, wenn Leute lachen. Lachen ist sehr wichtig, aber in der heutigen Zeit lachen leider sehr wenige Leute. Und einfach auch, weil es mir Spaß gemacht hat. Ich habe es gefeiert, Videos aufzunehmen, zu schneiden, dieses ganze Bearbeiten und so hin und her, dies, das, Leute zu entertainen und so. Das war schon immer mein Fall. Ich mochte es immer, Leute zu entertainen. Einfach der Lustige zu sein. Und deswegen mache ich YouTube. Frage Nummer 2. Wieso bist du so hübsch? Ja. Es liegt an der guten Genetik, an dem guten Essverhalten, was ich an den Tag lege. Es liegt an den guten Pflegeprodukten, die ich zu mir nehme. Ja, es ist eine sehr krasse Routine, die du haben musst, um so hübsch zu werden wie ich. Frage Nummer 3. Wie bist du zu dem YouTube- und Instagram-Namen gekommen? Ist tatsächlich eine nicht so spektakuläre Story. Und zwar hatte ich damals in der Schulzeit, ich glaube zwar irgendwann, 2015, 2014, da hatten wir irgendeinen Typen in unserer Schule, in der Parallelklasse, okay? Und lass mich nicht labern, der hatte irgendwie Facebook damals. Und ich habe damals sein Profil entdeckt. Und der hatte damals irgendeinen Namen auf Facebook, der irgendwie was mit diesem... Ihr wisst doch, früher hieß doch jeder auf Facebook mit irgendwie, ja, Balling oder Cruise und so. Und irgendwie so, wie die Leute hießen, keine Ahnung. Khalifa und so ein Scheiß. Sowas. Und der hatte irgendeinen Namen, der ähnlich war wie Strikes. Jetzt nicht Strikes? Aber es hat irgendwas Ähnliches. Und als ich das gelesen habe, kam bei mir dieser Gedankenblitz. Jo, warte mal. Enzo Strikes? So, das zergeht übel auf der Zunge. So, das ist, weiß nicht, es hat mir übel gefallen. Und ich dachte mir auch so schon, ich habe in die Zukunft gedacht. Ich dachte mir so, hey, so, ihr könnt auch ein guter YouTuber heißen, ein erfolgreicher irgendwann. Weißt du, so einfach so. Jo, Mann, das ist doch Enzo Strikes. So, diese Filme, weißt du. So ist der Name geboren. Und den habe ich tatsächlich schon sehr lang. Mindestens seit 2015. Ja. Frage Nummer 4. Kommen noch weitere Lieder? Yes, auf jeden Fall. Musik ist eine Leidenschaft von mir. Klar mache ich die ganzen Songs jetzt hier nicht auf professionell. Ich mache die alle hier in meinem Kinderzimmer mit meinem Rode Mikrofon und meinem MacBook. Aber ich mag Musik machen. Das ist eine Leidenschaft. Ich finde, durch Musik kann man seine Emotionen sehr gut ausdrücken. Und einfach das, was man fühlt. Und ja, es kommen auf jeden Fall noch neue Songs. Ich werde damit nie aufhören. Vielleicht werde ich irgendwann mal im Radio laufen. Vielleicht aber auch nicht. Frage Nummer 5. Was motiviert dich? Ich sag dir ganz ehrlich, mich motiviert einmal, Leute zum Lachen zu bringen, Menschen was Gutes zu tun und einfach ihren Tag zu versüßen. Das ist eine Motivation von mir. Aber natürlich motiviert mich auch der Gedanke, irgendwann, eventuell, mit dem, was ich liebe, Geld zu verdienen, um mich einfach unabhängig machen zu können von dieser Gesellschaft. Kein Bock auf dieses 9-to-5-Scheiß hin und her, bla bla bla, arbeiten. Gehst nach Hause, schläfst, arbeiten, so darauf habe ich sowas von keinen Bock. Und das ist halt wirklich, das motiviert mich halt, immer weiter durchzuziehen und zu hustlen, bis du irgendwann mal das erreicht hast, was du erreichen wolltest. Und das kann ich jedem, der das Video hier gerade sehen sollte, nur empfehlen. Macht was aus euch, glaubt an eure Träume, glaubt an eure Ziele, auch wenn euch irgendwelche Spastis auslachen oder so. Digga, das sind die größten Opfer, Alter. Digga, kommen so Leute zu mir und sagen, ey, du machst voll die schlechten Videos und so. So, Digga, laber mich nicht voll ein Stück Scheiße, Alter. Was für schlechte Videos, Junge. So, weißt du, ich sag so, ja, wenigstens habe ich einen Traum und mach was dafür, so, weißt du. So, was mit dem Janks, Alter.
Er will bis 60 arbeiten gehen und dann mit nix verrecken, so Digga. Wer ist das Opfer von uns zwei, weißt du, wie ich meine? Ich bin kurz abgedriftet. Auf jeden Fall, ja, macht was aus euch. Lasst euch nicht triggern, glaubt an eure Träume, an eure Ziele. Hätte man das damals zu, keine Ahnung, Elon Musk oder Bill Gates gesagt, Digga, wo wären wir dann heute? Überlegt mal. Ja, Mann, egal, weiter. Frage Nummer 6. Lieben oder geliebt werden und warum? Beides ist sehr wichtig. Natürlich will man in erster Linie geliebt werden. Man will das Gefühl verspüren, dass man wichtig ist für die Person. Aber lieben ist auch wichtig, weil dann weiß die andere Person natürlich auch, dass sie nicht wertlos in deinen Augen ist. Also ich würde mal so weit gehen, dass jeder lieber geliebt wird, als andere zu lieben, weil es natürlich immer einfacher ist, zu nehmen, als zu geben. Aber trotzdem gehört zu einer gesunden Beziehung immer geben und nehmen. Aber kleine Randnotiz, Thema Liebe kann ich bei mir knicken, aber ich hab nur Pech. Digga, ich schwör, ich hab nur Pech. Ich will doch einfach nur eine kleine, süße, 1,50 bis 1,64 große, am besten Italienerin, muss nicht mal sein, aber am besten eine Italienerin mit Humor. Die ist wie ich, nur halt im weiblich. Und eine, die nicht jedes Wochenende saufen geht, Party machen geht, nicht 100 Kippen raucht, also am besten gar nicht raucht, nicht in Clubs geht, weißt du, aber Bruder, das findest du heutzutage nicht mehr. Lass knicken, fokussier dich auf dich, vertrau mir. Vertrau dir, ich hab's auch eingesehen. Scheiß auf Liebe, Bruder, fokussier dich auf dich, mach dein Ding. Und wenn kommt, dann kommt. Und dann wird alles gut, verstehst du? Frage Nummer 7. Wo siehst du dich in 10 Jahren? Das ist eine gute Frage. Es gibt drei Möglichkeiten. Entweder bin ich im Knast, entweder bin ich tot, oder ich bin ein erfolgreicher Businessman geworden. Ja. Frage Nummer 8. Welche Superkraft hättest du gern? Ja, ziemlich basic, aber ich hätte jetzt gesagt, Fliegen und Unsichtbarkeit. Das wären so die Top 2. Überleg mal, Digga, du könntest einfach fliegen, einfach wohin du willst, du kannst einfach fliegen. Oder Unsichtbarkeit, Alter. Ich weiß doch, was jeder Junge gerade denkt, der dieses Video sieht. Wenn ihr unsichtbar sein könntet, ihr würdet alle in der Mädchenumkleidekabine in der Ecke stehen und euch einen Jackson an. Ihr würdet euch alle in der Ecke einen Jackson in der Mädchenumkleide. Ich weiß einfach. Ihr seid richtige Perverse, aber ich bin ein bisschen aus, aber nicht so schlimm wie ihr kleinen Schläger, nicht so schlimm wie ihr. Frage Nummer 9. Wann ist der 70er Bizeps da? Boah, Broski, richtig Stier. Corona hat mein Ass genommen, Alter. Die Gyms, also ich kann nicht trainieren gehen, ich muss zu Hause trainieren, blablabla, Alter. Ich weiß nicht. Sag du es mir, Alter. Ich glaube, es dauert noch, bis der 70er Bizeps kommt. Ich glaube, es dauert noch. Eben. Frage Nummer 10. Wie würdest du dich als Menschen einschätzen? Boah, wie würde ich mich einschätzen? Ich würde mich selber als einen humorvollen, sehr tiefgründigen, lustigen Zeitgenossen einschätzen. Ich weiß nicht, so was sollten eigentlich andere von mir sagen, keine Ahnung. Ja. Okidoki Minoki, das waren 10 Fragen. Wir können gerne öfter so FAQs machen. Ich feiere das schon ein bisschen, einfach so ein bisschen hier sitzen, ein paar Fragen beantworten und so. Das macht schon Laune, ich sag dir ehrlich. So, bevor das Video aber noch endet, ein fettes Dankeschön an alle Leute, die seit Tag 1 dabei sind. Genau heute vor einem Jahr fing alles an. Ich weiß noch, wie ich von der Schule nach Hause gekommen bin. Ich habe damals Fachhochschulreife gemacht, okay, und ich komme so nach Hause. Und dann, ihr wisst, unten in meinem Base-Chat-Videoraum, in dem Wohnzimmer. Ich weiß noch, wie ich an dem Tag nach Hause kam, da reinlauf und so, mir einfach das Wohnzimmer angucken. Ich sag so, hey, hier könnte man noch fette Videos drehen. Und so fing eigentlich alles an. Das Ding ist, ich wollte schon ewig mit YouTube anfangen. Locker schon seit 2016, 17, wieder. Aber das Problem war einfach, ich war damals nicht ready dafür, okay? So, ich war irgendwie nicht ready. Ich hatte diese, wie soll ich das sagen, Alter? Ich habe mich schlichtweg nicht ready gefühlt, keine Ahnung. Ich war noch nicht bereit. Und auf jeden Fall an diesem Tag, ich schwöre, ich hatte dieses Ready-Sein und bam. Und jetzt, genau ein Jahr später, sind wir hier. Klar, wir sind noch sehr klein, wir haben nicht viel erreicht, blablabla, aber darum geht's in erster Linie nicht. In erster Linie will ich einfach, dass ich Leuten was bieten kann. Ich will einfach nur Leuten was zum Lachen geben und blablabla. Und wenn es so weitergeht, in ein paar Jahren, ich sag euch ehrlich, dann wird der Hase auch laufen und dann wird alles, wie man sich's vorgestellt hat. Okidoki Minoki, dann würde ich sagen, was mit dem Video. Ein Kuss und Dankeschön an jeden Motherfucker, der seit Tag 1 dabei ist, egal, Frau oder Mann. Küsst eure Herzen, ihr seid die Besten. Support ist kein Mord. Immer weitermachen und irgendwann kommen wir nach ganz oben und yes, küss, küss. Dann würde ich sagen, was mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, schickt mir gerne einen Daumen und ein Abo ab, wenn ihr neu seid. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Best of your world. Wir sehen uns.